sagen jedes Mal, das Ende ist nah, aber... Wo ist er? Ja. Der lebt ja noch. Ich wusste gar nicht, dass ich Zeitlupe machen kann. Warum die ganze Zeit sagt, Fokus ist die einzige Möglichkeit. Da kann ich ja noch lange kämpfen. It's coming.
solution. But not this time! The Mark of Valravn. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Gut, sagen wir mal so. Ich habe dann jetzt halt einen extra schweren Kampf draus gemacht. Alles für euch, damit es spannend bleibt. Aber das Spiel erklärt einem halt auch nichts. Und ich war so in den Kampf vertieft, dass ich es halt auch nicht verstanden habe mit diesem nutze den Fokus oder wie auch immer die das gesagt haben. Meine Stimmen. Ich dachte gerade echt, wann hört es auf? Aber ich habe es geschafft. Ich müsste in der Zwischenzeit eigentlich 12-mal gestorben sein und ich weiß nicht so richtig, diese Fäule hier an ihrem rechten Arm, ist sie schon nach oben gewandert? Muss ich schon Angst haben, dass ich meinen kompletten Spielstand verliere? Dieser Druck. Da vorn ist Helheim. Mal kurz hier nochmal runter, mal gucken, ob da noch was ist. Beziehungsweise sind wir nicht hierher gekommen? Muss ich jetzt den ganzen Weg zurückgehen? When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And then she saw them. Elusive. Shifting faces. Skelette sind weg. Ich muss sagen, mit Sonnenschein ist es doch hier schön. Can you see the faces too? They're there. If you look for them, then you will. Mother. Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. She misses her so much. Mother.
schon auch ein bisschen bedrückend alles, Junge. Aber wir haben den ersten Gott auf unserem Weg nach Helheim geschafft. Als nächstes kommt der Feuergott. Bin ich gespannt, was wir da für Rätsel lösen müssen. Was bist du denn für ein Gegner? Stop it. She will die. Stop. You're too slow. Bin ich zu langsam? Machen! Meine Stimme im Kopf sind nicht gerade ermutigend. Wenn er jedes Mal sein Schild wieder... Parieren hilft nichts. Boah. Kann ja aber nicht sein.
dass ich den nur mit meinem Fokus besiegen kann. She needs to go back. She can't. It won't open. Why won't it open? Why won't it open? There's another challenge. There's another challenge. She hasn't challenged Sert. Okay. Ich hoffe, das Spiel hat jetzt gespeichert. Denn ich würde tatsächlich diese Aufnahmesession an dieser Stelle beenden. Und bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Und ich hoffe, ihr hört gerade im Hintergrund nicht den Lärm, der von draußen von der Straße reinkommt. Wir befinden uns nämlich gerade noch Ende Januar und es ist gerade wieder Demo, es ist Montag und aktuell sind die Traktoren ja mit unterwegs. Deswegen beende ich das alles jetzt hier erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch von den ganzen letzten Folgen und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ich Senua's Sacrifice Hellblade weiterspiele. Ich bin angefixt, das Spiel ist super beeindruckend. Mein Kopf dröhnt aber auch so ein bisschen. Aber gut, so ist es nun mal. An dieser Stelle, ich bedanke mich. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ich winke euch. Macht's gut.